gut alleine. Machst du gut alleine. Irgendwie basiert dieses ganze Video nur auf diesem einen Regenbogen. Ein paar Tage später bin ich dann einfach in den Wald gegangen, hab einen kaputten Jägerstand gefunden und hab da einen Sonnenuntergang angeguckt. Es war echt sehr, sehr gemütlich. Ein paar Tage später darauf rief Julie mich an und fragte mich, Yoshi, wollen wir nicht zum Sonnenberg gehen? Daraufhin haben wir auch noch einen Kevin angerufen und sind alle zusammen zum Sonnenberg gefahren. Und da beginnt die Reise. Ich kann mich noch daran erinnern, als das hier so richtig hoch war und Kevin und ich mit dieser Flasche Fußball gespielt haben. Ey, das war so cool. Ich hab noch diese Körner in meinen Schuhen. Ich bin da raus. Hallo ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich, Julie, Kevin, wir sind alle mal wieder zusammen. Hinten haben wir noch den Ötz im Schlepptau. Der ist da hinten ein bisschen beschäftigt. Wir haben heute mal die Gelegenheit genommen, dass wir alle irgendwie zusammen Zeit haben. Mal seit langem irgendwie und haben uns jetzt auf den Weg zum Sonnenberg gemacht. Leider geht die Sonne viel weiter weg und da ist das Problem. Aber es ist trotzdem echt mega schön. Dann Julie und ich saßen auch schon die ganze Zeit auf dem Balkon. Was? Nicht so weit runter. Ich glaube, die geht aber da vorne. Guck mal da. Das geht schon. Guck, jetzt redet dieses Menschenkind da hinten. Guck mal, der beleidigt mich auch schon wieder. Das ist so ein Drecksack, ne? Oh, geil. Aber ich war vor lange nicht mehr hier. Kevin war anfangs noch etwas schüchtern vor der Kamera. Willst du nicht drauf? Hi. Ach ja, und das ist übrigens Ötz. Normalerweise hatten wir da oben immer eine Bank, die aber leider weg war. Also mussten wir uns andere Sitzgelegenheiten beschaffen. Nee. Ich mach nur Späßchen. Eigentlich könnten wir das mitnehmen und verkaufen. Wir verkaufen das Holz. Oh, na, so geil zum Sitzen ist das jetzt auch nicht. Guck mal, Kevin. Der sieht besser aus, den Sitz. Der scheiße. Auch mal seinen Trainingsplan reinziehen, Holzstämme. Wenn man dann irgendwann mal seine Sitzgelegenheit hergetragen hat und sich dann einfach mal entspannt, sich hinsetzt, ja, Musik anmacht, ein bisschen quatscht und die Sonne genießt, es gibt wirklich selten so schöne Momente wie diese. Darf ich meine Cola haben? Ja. Warte. Hier ihre Cola. Danke. Diese Momente sind genau wie der Regenbogen. Bunte Momente voller Spaß, voller Freude und Gelassenheit. An genau diese einen Momente wirst du dich zurückerinnern. Die Regenbogen-Momente. Natürlich bist du das. Ich bin die ganze Zeit überlegen, Alter. Ich so, hä? Natürlich bist du das. Ich höre dich nicht.